Hallo, in GTA Online gibt es eine neue Massenbewegung. Diverse kostümierte Vollidioten rennen verkleidet als grüne oder auch lila Aliens durch die Straßen von Los Santos und massakrieren sich gegenseitig oder auch andere Spieler. Das fand ich so überaus interessant, dass ich mir gedacht habe, scheiße, da muss ich auch mal wieder GTA spielen und ein Video dazu machen. Und so sind wir jetzt hier. Und dann komme ich in die Lobby, nachdem ich ja einige Wochen seit dem letzten GTA-Video nicht gespielt habe, uneingespielt folglich, und sehe erstmal eine Piratenabwehr. Ja, super Übung, um sich mit dem Heli wieder ein bisschen einzuschießen, und ich muss dazu auch sagen, direkt mit dem Akula hier sozusagen ins tiefe Wasser gesprungen, den anspruchsvollsten, wahrscheinlich den anspruchsvollsten, würde ich behaupten, unter den vernünftigen Helis im Spiel genommen. Dafür ging es eigentlich noch ganz gut, aber dann habe ich natürlich auch direkt wieder die Erinnerung bekommen, warum ich dieses Spiel eigentlich nicht mehr spielen möchte oder warum es unglaublich langweilig und öde geworden ist. Die verdammten Noob-Bikes überall. Ja, es fragen mich immer Leute, wie man mit den Helis den Noob-Bike-Raketen ausweicht. Genau so, ihr geht sofort auf Höhe und challenge die Dinger nicht mit einem Heli, der kein ECM hat. Mit einem Hunter könnt ihr es ja vielleicht noch probieren. Mit dem Savage, seitdem die Hitbox behoben wurde, nicht mehr, und mit dem Akula auch nicht. Und mit dem Bussard muss ich, glaube ich, nicht zu sagen, er ist ja sogar One-Shot weg. Also bitte, stellt mir keine blöden Fragen mehr. Man weicht nicht aus, man arbeitet mit Gegenmaßnahmen. Und die beiden Idioten von der Yacht, die haben mich dann bis zu meinem Hangar verfolgt, aus dem ich mir einen Hunter geholt habe. Und dann haben die davor gecampt, weil sie sich dachten, boah geil, wir haben Noob-Bikes. Und dann dachten sie sich, boah scheiße, wir haben keine Noob-Bikes mehr. Und der da hinten an dem Hangar gespawnt ist, der ist dann auch erstmal direkt rausgequittet. Super, zuerst am Hangar campen und dann rausquitten. Das sind mir die richtigen. Aber in diesem Video soll es ja nicht um die allgemeinen Vollidioten in GTA gehen, sondern spezifisch um diese ganzen Schwachmaten in ihren Alien-Kostümen. Die fahren gerne gegroupt in einem Fahrzeug durch die Gegend. Besonders schön, wenn das natürlich dann von einer einzigen Explosion zerstört wird. Noch eine bedrohte Spezies hier in diesem Game, neben den McDonald's-Mitarbeitern. Oh je. Ja, und dann stehen sie da alle und sind vollkommen überfordert. So ist das, wenn man gerne mit einer Axt oder mit einem Baseballschläger oder was auch immer die sonst noch so benutzen, durch die Gegend läuft und wenn man dann von einem Kampfhubschrauber angegriffen wird. Ja, dann ziehen sie ihre Laser-Minigun. Funktioniert richtig gut, oder? Sag mal ehrlich. Das sind doch wahre Erfolgschancen, die die da unten haben. Aber muss man schon mal sagen, das ist interessant mit diesen Aliens. Da kann man wieder... Denn ihr wisst es ja, Vollidioten in GTA hat einen Bildungsauftrag, anhand erkennen, wie die menschliche Psyche doch funktioniert. Klappt genauso im echten Leben. Man finde ein offensichtliches Unterscheidungsmerkmal und hebe das hervor, wie beispielsweise in diesem Falle die Farbe von ihren Anzügen, und schon sind diese ganzen Bobs voll auf PvP-Kurs. Da haben die richtig Bock, sich gegenseitig abzufacken. Genauso läuft das im echten Leben. Könnt ihr mal ein bisschen drüber nachdenken. Übrigens, was mir auch aufgefallen ist, jetzt wo ich wieder gespielt habe, die Framerate von diesem Spiel, die ist gefühlt nochmal schlechter geworden. Ich habe extra diesen Clip mit reingenommen, obwohl die Framerate förmlich Kopfschmerzen erzeugend schlecht ist. Man kann den Frames schon fast beim Wechseln zugucken. Wie haben die Performance von diesem Game verkackt? Was war das geil und flüssig, als das für PS4 rauskam? Und was ist das jetzt scheiße? Und das hier ist ja sogar eine PS4 Pro. Es ist ja nicht mal die normale. Und als es rauskam damals, da lief es auf der normalen wunderbar flüssig, konstant 30 FPS, keine Framelags. Und jetzt bist du in einer vollen Lobby und denkst dir, sogar Fallout 76 hat eine flüssige Framerate. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und da ist so ein Alien-Spasti, der sich dann auch noch beschwert, wenn ich ihn umgebracht habe. Meine Güte. Und in dieser Lobby war, denke ich, auch wieder mal ein Zuschauer von mir, nämlich der Typ da unten im Hunter, der unbedingt seinen Kollegen mitnehmen wollte. Ja, nur zu blöd für ihn, dass er schon mal in dieser Lobby probiert hat, mich anzugreifen. Ging nicht allzu gut für ihn aus und seitdem habe ich ihn doch recht genau im Blick behalten. Da muss der nicht meinen, dass der hier irgendwelche subversiven Hunter-Aktionen starten kann. Map Awareness ist da geboten. Aber da ich gerade dabei bin, mich über meine Zuschauer zu ärgern, möchte ich noch ein Thema ansprechen, das mir in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen ist. Was ist das eigentlich für eine Fake-Opfer-Scheiße, die da im Moment abgeht?
Ständigerweise kriege ich Kommentare von irgendwelchen Leuten, dass bei irgendwelchen Randoms im Stream irgendein Faker von mir rumgeschrieben hat und sich als mich ausgegeben hat und die das nicht so richtig gecheckt haben, dass es ein Faker ist. Leute, ich habe keine Zeit und keinen Willen, um in den Streams von irgendwelchen Leuten abzuhängen. Ich habe Besseres mit meiner Zeit zu tun. Das ist ein Faker. 100%. Also, geht mir nicht auf die Nerven und ignoriert solche Kinder. Und genau, einen Faker gibt's auch noch auf Twitter. Ich weiß nicht, was das für ein Kellerkind ist, aber irgendeiner memt seit Monaten meine Person auf Twitter und probiert sich da als mich auszugeben. Der macht das richtig von Überzeugung. Das bin auch nicht ich. Ich habe sogar schon probiert, Twitter deswegen zu kontaktieren, dass sie den doch bitte entfernen. Aber da Twitter so ein inkompetenter Sauverein ist, haben sie das nicht gemacht. Danke dafür, Twitter. Also, nehmt es zur Kenntnis, ist irgendein Scheißfaker. Hat nichts mit mir zu tun. Und somit zurück zum Programm, nachdem ich nämlich eben erstmal die Lilanen ein wenig bespaßt habe und ihnen den Akula näher gebracht habe, sind jetzt aus Gründen der Gleichberechtigung die Grünen dran, denn die müssen auch noch eine Runde Akula bekommen. Sollen ja schließlich was lernen. Und ich fand's lustig, in den Kommentaren hat vor einigen Tagen mich doch tatsächlich jemand gefragt, ob ich denn bei diesen Bandenkriegen hier die Grünen oder die Purple Aliens unterstützen würde, weil er mich als Spieler doch respektiert. Ach Junge, enttäusch mich doch nicht. Ihr kennt mich doch mittlerweile. Bei mir seid ihr alle gleich wertlos, egal ob euer Anzug nun grün oder lila ist. Ihr kriegt alle eure Packungen. Und mal ehrlich, ich mag ja eigentlich meine Community, aber manchmal sind da schon ein paar Vollidioten dabei. Wirklich, es ist traurig. Möchte ich an dieser Stelle mal sagen, grundsätzlich habe ich kein Problem mit meiner Community. Da sind viele echt gute und echt korrekte Spieler dabei. Aber wie bei allem kann man sich die Leute, die einen gucken und einen feiern, auch nicht aussuchen. Und da sind auch leider, leider genug Kinder dabei, die dann bei so einem Trend mitmachen und das ganz toll finden. Nee, ich bin da anders. Ich denke mir, ja, ist eine tolle Gelegenheit, dass die Leute groupen und sich battlen, hat man ein größeres Knäuel, das man abfarmen kann, ne? Und der fliegt erstmal gegen das Ehrenhaus. Das war der Typ, der mir die Nachricht geschickt hat eben. Oh je, in diesem Video sind so viele Fronts gegen andere Leute. Ich frage mich, wie viele Leute überhaupt das mit dem Ehrenhaus wieder verstanden haben. Ich meine, einige werden es sein, die damals aufgepasst haben, aber nicht allzu viele. Für mich jedenfalls weckt das dann wieder so Erinnerungen, wenn da Leute im Jet zu schlecht sind und dann keinen Bock mehr haben, weil sie wissen, dass sie sich den Tod im Dogfight fressen werden. Und wenn sie dann einfach voll gegen ein Haus fliegen, um den Tod zu vermeiden, um sich ihn dann schlussendlich doch noch zu fressen. Sowas, das ist Gerechtigkeit. Genauso wie es Gerechtigkeit ist, diese armen Muggel mit dem Avenger oder mit dem Hunter-Kamerageschütz zu belasten. Da haben die richtig Spaß mit ihren Anzügen. Ohne Scheiß, bei sowas, der macht dann GTA auch Spaß. Wie gesagt, wenn ihr mal wieder ein richtig ordentliches Ziel in diesem Game haben wollt, diese Alien-Konglomerate, die sich dann in den Straßen ansammeln, die sind großartig für sowas. Und da hinten ist ein Jet. Muss man drauf achten auf so Jets. Map Awareness. Erneut, wenn ihr irgendwo in der Lobby einen Jet seht, ihr merkt schon, wir kommen hier von einem Thema zum anderen, Bildungsauftrag ist jetzt wieder am Start, dann behaltet den im Auge. Jets sind gefährlich. Ich meine, kann genauso gut auch ein Idiot sein, so wie dieser Jet hier. Kann aber genauso gut auch ein Schwitzer sein, der mit dem Jet euch umbringen möchte. Also bitte, wenn in der Lobby ein Jet ist, dann nehmt den ernst und behaltet den ein bisschen im Blick und orientiert euch, wie weit der beispielsweise von euch weg ist. Gilt übrigens auch für Helis, zumindest wenn da fähige Piloten drin sitzen. Wenn da unfähige Piloten drin sitzen, reißen die für gewöhnlich mit Helis ja nichts. Ist ja schließlich kein Noobbike. Im Heli braucht man ja Skill, auch wenn das viele Leute immer noch nicht verstehen wollen. So, und wir haben uns dann hier auf den Weg gemacht, um den Jet abzufangen mit Ghost. Wie gesagt, Jets ernst nehmen. Aber der ist halt leider, wie ich eben auch schon angedeutet habe, ein Vollidiot. Und stürzt ab. Wow. Aber keine Sorge, wir kriegen in diesem Video noch unsere Jets. Da zum Beispiel möchte der doch ernsthaft einen starten.
Da fliegt der mit seinem Noobbike zu seinem Hydrajet, weil er sich denkt, oh nein, ich muss ein Jet nehmen. Ich muss schließlich den Heli abschießen. Ja, ja, hat toll funktioniert. Ich fliege hier Heli mit Immortal. Kennen wahrscheinlich die meisten, die meine Videos konsumiert haben auch. Ist ein relativ guter Sniper. Fliegt aber relativ selten Hunter, deswegen möchte ich das hier an dieser Stelle anmerken. Der ist etwas ungeübt. Normalerweise fliege ich, wenn ich zu zweit im Hunter fliege, ja meistens mit Akula Matata, der da sehr viel geübter drin ist. Aber mein Gott, ich wollte mal wieder ein bisschen mit Immortal spielen. So wegen der alten Zeiten und so. Und dafür lief das eigentlich noch ganz gut. Wie immer, wenn man im Heli unterwegs ist, kommen früher oder später die dreckigen Noobbikes an. So auch hier. Von allen Seiten. Ständig. Und bei sowas ist es halt risky, wenn man mit einem ungeübten Piloten arbeitet. Aber dafür, dass Immortal ungeübt ist, hat er, wie gesagt, sich noch ganz gut geschlagen. Und ich habe ihm dann auch ja einige Anweisungen gegeben, wie er fliegen soll und wie er ECM zünden soll, damit das funktioniert. Erneut, lernt daraus. Guckt euch das hier an. So besiegt man die Noobbikes. Man nimmt einen Hunter, man nimmt ihn zu zweit und man muss zusammenarbeiten vernünftig. So besiegt man auch diese Alien-Affen, die sich ständig Panzer bestellen, weil sie das aus irgendeinem Grund richtig geil finden, mit dem Panzer rumzueiern. Ich habe übrigens noch einen Front, den ich an dieser Stelle raushauen möchte, weil ich heute so in Konfrontationslaune bin. Wisst ihr ja, ne? So ist es. Ist noch ein Grund, warum ich nicht mit Akula Matata Heli geflogen bin, so wie sonst. Der Junge war nämlich in dieser GTA-Session so unglaublich salzig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Damit rechnet man doch nicht, der wirkt ja eigentlich recht ruhig, ne? Aber wenn der am Rumragen ist, das ist so anstrengend, das ist noch schlimmer als ich und das will schon was heißen bei Savage Saturday 13 Rumrage-Niveau, nicht wahr? Und viele Leute dachten wahrscheinlich damals, als Rabix das in seinen Videos zweimal angesprochen hat und extra so allgemein formuliert hat, dass der damit mich meint. Aber nein, der meint tatsächlich Akula Matata, weil Akula Matata mal Rabix so angeraged hat vor über einem Jahr, als ich mal mit Akula Matata und Rabix gespielt hatte. So ist das. Und da unten der Noob-Biker ist auch ein besonders schlauer mit seinem Rauch. Aber der hat tatsächlich eine interessante Idee gehabt. Der ist die ganze Zeit unter uns rumgeeiert. Der hat uns nicht gechallenged, aber der hat verhindert, dass wir mit dem Hunter tief fliegen können, um nämlich die Bodenziele anzugreifen, die da überall sind. Richtig nerviger Hurensohn. Und dann ist er uns die ganze Zeit hinterhergeeiert. Und irgendwann wurde es ihm zu langweilig, aber bis dahin war es dann auch schon wieder Nacht. Und dann habe ich diesen fatalen Kill hier gemacht und wurde damit Bad Sword. Super, das hat man dann davon, dass man die ganzen scheiß Noobbikes weggeiert. Man kriegt Bad Sword-Punkte und wird dann Spielverderber. Da habe ich mir gedacht, jetzt wird es auch mal wieder Zeit für ein bisschen Bad Sportsmanship und habe erstmal den Zeppelin von dem Armleuchter da runtergeholt. Richtig nervig. Dafür sollte es Bad Sport geben, nicht für das Schreddern von Noobbikes. Aber jetzt, da ich ja eh Bad Sport geworden bin, brauche ich mich ja auch nicht mehr zurückhalten. Da kann ich ja diese ganzen Alien-Idioten hier absolut schonungslos in ihren Knollen vernichten per Hunter. Und so ging dann die Bespaßung von denen am Casino weiter, weil sich da das nächste Knäuel gebildet hat. Das ist echt krass im Moment in GTA Online. So viele Knäuel in so kurzer Zeit gab es selten. Naja, gibt's aber nicht viel Deckung mit dem Hunter. Deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtig fliegen. Hauptsächlich der Tower, der da auch auf der Map markiert ist. Aber sonst nicht sehr viel. So oder so sind das hier definitiv die Momente in GTA Online, die mir persönlich den meisten Spaß bereiten. Ein Haufen Leute sind da gegroupt und man kann die aus der Luft absolut des Todes abfarmen. Das ist doch geil. Und die haben auch Bock, da braucht mir wieder keiner erzählen, dass die keinen Bock haben. Vor allem nicht die Kinder aus der Rabix-Community, die mir dann in die Kommentare schreiben, du tötest Leute, die gar nicht PvP spielen wollen. Das ist unmoralisch. Erstens spiele ich mein Spiel so, wie ich es für richtig halte. Zweitens bringe ich alle Leute in der Lobby um. Drittens haben diese Schwachmaten in den Anzügen definitiv Bock auf PvP. Nicht umsonst haben die diesen Anzug an. Die möchten sich an diesem lobbyübergreifenden Großkrieg der beiden Alien-Gruppen beteiligen. Ja, was ist das sonst, wenn nicht PvP? Es kann sein, dass sie keinen Bock darauf haben, von einem Kampfheli abgefarmt zu werden. Aber es ist ja nicht meine Schuld, dass diese Bastarde nicht prepared sind für sowas. Und da war Immortal nicht prepared, der Rakete auszuweichen. Und hier ist das wieder nicht und deswegen habe ich mich weggefordert. Ärgerlich. Ist aber auch in dem Winkel nicht so leicht. Ist ein bisschen hochgeflogen. Deswegen ist es wichtig, dass man adäquat mit Deckung fliegt.
So, und da unten sind wieder die Schwachmaten. Ich meine, dank Teleport, neuer Heli, easy, ist ja kein Problem. Sind wir ja im Nu wieder da, müssen ja nicht meinen, dass sie irgendwas erreichen. Geht der Spaß weiter für sie. Wow. Und mal ehrlich, ja, diese Teleport-Scheiße geht mir auch auf den Sack. Ich benutze es zwar selbst, aber ich kann trotzdem feststellen, dass es für das Game an sich nicht förderlich ist. Aber dieses Game ist so voll von nicht förderlichem Bullshit, ähnlich wie Relix das auch schon gesagt hat, als er über das Wegsprengen geredet hat, gibt es so ein paar Maßnahmen an Bullshit, die sich jeder für sich selbst raussucht, die er für sich selbst vertretbar hält, um entsprechend mit dem anderen Bullshit in diesem Game umzugehen. Bedeutet nicht, dass es mir nicht massiv lieber wäre, wenn man bei GTA 6 ein bullshitfreies GTA rausbringt, wo es eben diesen ganzen Dreck, der sowas nötig macht, nicht geben würde. Also, ihr braucht mich in den Kommentaren auch nicht fragen, was ich mir für GTA 6 wünsche. Ich wünsche mir ein bullshitfreies, gebalancedes Spiel, in dem man dann wieder richtig spielen kann. So wie früher. Und ob wir das jemals wieder so wie früher bekommen werden? Ich hoffe es, aber ich glaube es nicht. Dazu müssten sie in GTA 6 eine komplett neue Balance aufbauen. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass sie viele der Fahrzeuge so übernehmen, wie sie sind. Aber gut. Ich meine, von GTA 4 nach GTA 5 haben sie ja zum Beispiel auch den Bussard verändert. Vielleicht ändern sie was an den Fahrzeugen, ich hoffe es. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sie einfach alle Fahrzeuge genauso übernehmen, wie sie hier sind und dass jeder die dann auch in GTA 6 quasi automatisch mit freigeschaltet bekommt. Denn dann hätten wir auch in GTA 6 direkt wieder die Noobbike-Plage. Glaube ich aber nicht dran, damit würden sie ja was für die Casuals tun, nicht wahr? Ja, da habe ich mich wieder weggeportet, wegen dem Noobbike, schätze ich mal, was das da war. Aber Immortal hat es tatsächlich noch gekillt gekriegt. Allerdings ist der Hauptrotor kaputt gegangen. Zum Glück habe ich mich weggeportet, muss man sagen, auch wenn ich ihn da unterschätzt habe. Weil dann das Hunter-Wrack, in dem er ja noch drin gesessen hat, ohne Rotor so verbuggt war, dass er da nicht aussteigen konnte. Er war also darin gefangen und ist dem Boden entgegengefallen. Da ich mich aber in die Basis geportet habe, konnte ich ihn noch in die Basis einladen, bevor er auf dem Boden aufgeschlagen ist und habe ihn so vor dem Bullshit-Tod gerettet. Super. Aber genau das meine ich. Das Game ist so voll von Bullshit. Man braucht ein gewisses Maß an Gegenbullshit, um den Bullshit, der bullshittet, wegzubullshitten. Ganz viel Bullshit. Dann habe ich mich entschieden, dass ich mal eine Runde fliege und er gunnert, weil ich keinen Bock mehr hatte, mich so oft porten zu müssen. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Wir sind hier in der Innenstadt und belasten mal wieder ein paar Spastis. Ja. Ihr seht's ja. Ich meine, was soll ich dazu groß erklären? Das ist ziemlich selbsterklärend. Der Typ ist da unter der Brücke. Da habe ich mir gedacht, gut, gehe ich in Tiefflug. Habe ich gehofft, dass Immortal den getroffen kriegt in der kurzen Zeit. War aber nicht der Fall, weil Immortal mit dem Kammergeschütz auch nicht eingespielt ist. Wie gesagt, er benutzt nicht so oft Hunter und mit der hohen Empfindlichkeit ist das recht gewöhnungsbedürftig, was er auch so eingesehen hat. Und ich finde es recht offensichtlich, dass das ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ne? Dass man damit auch erstmal Aim entwickeln muss, um mit dieser hohen Empfindlichkeit klarzukommen. Nur irgendwie sehen das ja die meisten Leute nicht ein. Die tun ja so, als ob man für ein Free-Aim Hunter-Kamera-Geschütz, auch wenn es explosiv ist, weniger Aim bräuchte, als um mit Auto-Aim am Boden rumzuhanseln. Was ich auch für komplett idiotisch finde. Immortal ist wie gesagt ein ziemlich guter Sniper. Die, die schon gegen ihn gespielt haben, werden das wissen. Und wenn selbst der mit dem Hunter-Kamera-Geschütz sich erstmal ein bisschen ein-aimen muss, dann braucht man dafür logischerweise Aim. Was muss man da noch groß diskutieren? Und der Typ mit dem Bessra ist auch zu behindert zum Fliegen und stirbt dann hier. Hurra, habe ich den Kill bekommen. Klasse. So ist das. Heißt übrigens nicht, dass ich mit dem Hunter-Kammergeschütz so 100% zufrieden bin. Ich frage mich auch, ob, wenn ein Hunter in GTA 6 kommen sollte, das förderlich ist, wenn man den mit so einem One-Hittenden Explosivgeschütz in-game lässt. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn das Explosivgeschütz weniger Splash Damage hätte und man zwei oder drei Treffer bräuchte, um einen zu töten, damit es nicht ganz so overpowered ist. Es wäre dann mehr so wie in Battlefield. Allgemein finde ich, dass der Kampf-Heli in Battlefield wahrscheinlich etwas besser gebalanced ist als in GTA. Da habe ich aus Versehen einen Störsender zerstört. Super. Ich meine, kann mir scheißegal sein. Die sind ja für diese Heists, die da im letzten Dezember ins Spiel gekommen sind. Um die Störsender habe ich mich eigentlich nie gekümmert, war mir scheißegal. Vor allem nicht auf Mord durch Jet. Und der eine Idiot hat ja wieder sein Noobbike und eiert jetzt hier zwischen den Gebäuden rum. Wichtig ist, dass man mit dem Hunter konstant die Noobbikes unter Druck setzt und dass man probiert, im toten Winkel zu bleiben, also entweder hinter ihnen oder über ihnen. Über ihnen ist sicherer.
Deswegen sollte man, wenn man sie verfolgt, hinter ihnen, über ihnen bleiben, damit sie den Winkel nicht bekommen. Und dann kriegt man sie eigentlich ziemlich sicher platt. Und wenn die Noobikes probieren, euch zu geiern, bleibt einfach, wie ich es ja auch schon in diesem Video erklärt habe, über ihnen senkrecht rüber. Relativ senkrecht. Der Hunter kann nicht genau gerade senkrecht nach unten aimen. Da ist ein minimaler toter Winkel. Aber ihr habt es ja gesehen, wie es funktioniert. So, dann sind wir zu den nächsten Alien-Schwachmaten geflogen. Und die sind hier mit ihrem Insurgent rumgefahren. Ja, richtig enttäuschend, ne? Der war nicht mal in der passenden Farbe zu ihren Alien-Kostümen lackiert. Das sind keine professionellen Aliens. Die professionellen Aliens, die haben die richtige Farbe an ihren Fahrzeugen. Schande, Schande! Und Immortal, der hat natürlich jetzt richtig Spaß. Der kann hier bequem per Kamera geschützt die Wannabe-Aliens abfarmen. Klasse, oder? Und die Casuals, die würden mir jetzt wieder vorwerfen, dass ich doch so mit meinem Spielstil den Leuten den Spielspaß ruiniere. Ja, ach nee, das ist ja auch mein Ziel. Ich will ja denen den Spielspaß ruinieren. Es geht hier doch nicht um Fairness, es geht nicht darum, Fernfight zu haben. Es geht darum, dass die in den Boden gestampft werden und leiden. Und das dann noch auf eine möglichst stylische und einigermaßen skillvolle Methode. Ne? Kein Noobike. Noobike ist low. Ja, und als Pilot mache ich zwar jetzt nicht so viele Kills, aber dafür hat Immortal Spaß. Ist halt so, wenn man Hunter-Duo spielt, muss man auch mal die Plätze tauschen, damit der andere auch mal Kills machen kann. Ist ja nur fair, deswegen ist es auch wichtig, dass beide Leute, die sowas machen, dann entsprechend auch Hunter fliegen können. So, der Hunter hatte dann keine Gegenmaßnahmen mehr und war rauchig geschossen, also haben wir uns einen neuen geholt. Einige Zeit später kamen dann wieder die verdammten Noobikes, diesmal die braunen. Super, klasse. Und dessen Kollege, wieder mal ein Alien, hat sich einen Bussard geholt. Ja, gucke mal, da bist du ja zu überfordert, um richtig mitzufliegen, ne? Hab ich ihn aus dem Bussard rausgeschossen? Ja, richtiger Kunstschuss, ne? Auf jeden Fall. Da hat sich der auf dem Noobike gedacht, boah, jetzt hole ich mir einen Hydra. Er kennt ihren Trend. Und dann fliegt er von unten auf den Hunter ein. Der tote Winkel ist nicht groß. Du hast das definitiv falsch gemacht, du brauner Affe mit deinem blauen Hydra. Mein Gott. Blau-lila so, vom Farbton her. Da unten sind die nächsten Aliens. Wieder einer, der da dumm rumgeeiert hat. Was soll man dazu sagen? Sie sind überall. Der andere braune, der vom Bus hat sich dann gedacht, oh Mann, die Stinger, ich jetzt weg. Hat auch toll funktioniert. Ohne Scheiß, seht ihr das? Die Straßen von dieser Stadt sind voll mit den Aliens. Ich habe nicht übertrieben, die sind wirklich überall. Das ist krass. Also, eigentlich empfehle ich ja den Leuten, dass sie kein GTA mehr spielen, weil das Spiel scheiße ist. Aber das muss man eigentlich mal erlebt haben. Das ist irgendwie so ein einzigartiges Ereignis, das muss man mitnehmen. Das ist spannend. Ich frage mich, wie lange das anhält. Ob das jetzt noch ein paar Tage so bleibt, ob das ein paar Wochen so bleibt. Aber wie gesagt, ich habe auch probiert, dieses Video möglichst zeitnah hochzuladen, damit ihr euch das dann auch hoffentlich noch zeitnah geben könnt. Damit ihr das selbst erleben könnt mit diesen ganzen Schwachmaten in ihren Alien-Kostümen. Es ist es auf jeden Fall wert, dass man dieses kaputte Spiel dafür mal anmacht. Auch wenn man sich über die Noobikes ärgert. Und dann immer wieder da rumfliegen muss und denen ausweichen muss und auf Höhe gehen muss. Und das alles furchtbar langatmig ist. Später war ich dann hier dabei, mutwillige Zerstörung mit dem Bussard zu machen. Dafür bin ich zur Military Base geflogen, um da die Jets und die Bussards und was da alles noch so spawnt zu zerstören. Und dann sehe ich, dass da ein Brauner ist, der sich einen Jet holen möchte. Ja, wieder einer von denen, der vorher den Bussard hatte. Wunderbare Gelegenheit, um ihm mal zu zeigen, wie man mit einem Bussard denn richtig umgeht. Aber leider hat aus irgendeinem Grund der Splash Damage nicht gereicht, um ihn da zu treffen. Ärgerlich. Jetzt aber. Ja, Stingern. Muss aber langsam lernen, dass es mit dem Stingern hier nichts wird. Stinger ist nicht besonders effektiv gegen einen Bussard. Zumindest nicht, wenn der Pilot was kann. Und wenn man nicht gerade mit drei Leuten von drei Seiten auf den einen stingert. Aber selbst dann könnte man dem Bussard eigentlich noch ausweichen. Der Bussard ist wirklich gut zum Ausweichen. Ist allgemein ein guter Heli, wird von vielen Leuten unterschätzt. Da habe ich den NPC-Bussard zerstört, damit ich noch auf die Menge an Sachschaden komme, um Erster zu werden. Denn ich kann ja nicht den anderen braunen Spasti, das ist der vorher im Hydra war, gewinnen lassen. Geht ja nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon allein in der Lobby, Immortal ist gegangen und Akula war schon vorher weg und hat sich abreagiert. Super, klasse. Und diese Braunen, die haben es dann voll auf mich abgesehen gehabt. Ich bin dann erstmal in meine Basis gegangen und habe dann eine Weile gechillt. Und als ich dann wieder da war, waren da doch tatsächlich zwei Jets über meiner Base.
Und der Lobob von beiden mit seinem Alien-Kostüm crasht erstmal in mich rein, während ich noch im Rausspawnen bin mit dem Savage, wo der Savage immun ist. Und explodiert am Savage. Super klasse, assistierter Selbstmord. Hat er super gemacht. Besser geht's gar nicht für Vollidioten in GTA, oder? Und der andere, genauso, schwebt mit dem Hydra da absolut im Tiefflug in der Gegend rum. Ja, super, hat einen Glückstreffer gegen den Rotor gemacht. Kann er sich einrahmen. Rettet ihn aber auch nicht. Savage hier so im Offenen, das ist relativ schwierig eigentlich. Aber gut, wenn man so blöd ist, dass der eine Jet reinfliegt und der andere Jet da dumm rumschwebt im Tiefflug, dann hat man es auch nicht anders verdient, dass man hier jetzt erstmal eine Runde Savage kassiert. Der kassiert den Spawn-Trap des Todes. Ja, was will er da machen, ne? Da hätte sich nicht mal der Tryhard wegsprengen können. So sind die beiden. Hauptsache draufstingern. Er hat's immer noch nicht gelernt. Ich hab's ihm im Bussard gezeigt. Er hat's beim Hunter gesehen. Jetzt sieht er's auch noch beim Savage. Und er stingert immer noch. Er hat einfach so Bock drauf. Stinger Bob und Alien. Beides in einer Person. Eigentlich interessant, ne? Ist eine neue Art von GTA-Spieler entstanden. Das Alien. Wenn sich das dauerhaft hält, heißt es. Glaube ich zwar nicht, dass sich das dauerhaft hält, das wird so ein Trend sein, der dann irgendwann wieder ausstirbt, aber naja. Gut, ich habe mir also gedacht, Savage ist schon so ein bisschen öde, weil der halt auch mit seiner Explo-Minigun echt stark ist. Bin ich weggeflogen mit Ghost, damit die mir nicht wieder gleich hinterher eiern. Am besten noch mit einem Noobbike oder so. Das wäre schon sehr störend. Dann haben wir ein W11 geholt. Und dann war ich positiv überrascht. Die beiden Schwachmaten sind zur Militärbasis und haben sich da aus dem Hangar einen Hunter geholt. Da haben die sich gedacht, ja, wow, wir haben vom Duo-Hunter so sehr kassiert, jetzt holen wir uns auch einen Duo-Hunter. Unglücklicherweise habe ich meinen B11 selbst ein bisschen angehärtet, weil ich bei dem Anflug nicht wegen dem Tempo ausreichend hochziehen konnte. Und deswegen, naja, etwas Schaden davon getragen. Aber gut, einen Hunter kriege ich auch so noch mit einem B11 gegeiert, auch wenn ich essentiell nur noch ein voll intaktes Triebwerk habe. Da habe ich den Rotor abgeschossen, dann fallen die runter. Und wenn die jetzt auf dem Boden aufgeschlagen wären, dann hätte ich das nicht als Kill bekommen, weil das Game scheiße ist. Also habe ich sie noch geminigert, bevor sie unten aufgeschlagen sind. Super. Die Lobby endete dann unglücklicherweise damit, dass alle Leute, bis auf ein paar, durch so einen komischen Disconnect-Bug mit Spiel verlassen da rausgeleckt sind, was ich sehr ärgerlich fand. Ich hätte gern noch weitergespielt, vor allem weil ich wie gesagt die Assi-Kappe auf habe und mir keine neue Lobby suchen kann. Deswegen musste ich dann zum Ende, weil ich eigentlich noch einen anderen Clip machen wollte am Boden, um mir das Ganze mal aus der Nähe anzugucken, meinen Main-Account nehmen. Glücklicherweise habe ich da einen Juggernaut, ich kam also nicht in die Verlegenheit, dass ich da irgendwie Boden hanseln müsste. Juggernaut ist wunderbar gegen diese Idioten in ihren komischen Alien-Anzügen. Denn meistens bestellen die sich, denke ich, keinen. Gut, einer von den Braunen hat es hier gemacht, aber meistens müssen die ja in ihrem Alien-Kostüm rumlaufen, nicht wahr? Da können sie sich ja eigentlich keinen Juggernaut bestellen. Und wenn man dann mit so einer Gruppe Juggernauts in das Knäuel reinrennt, das ist schön. Und ich habe jetzt eine sehr seltene Sache für euch in diesem Clip. In Vollidioten in GTA habe ich einen Typ, der kein Vollidiot in GTA ist. Der hat nämlich was Cleveres gemacht. Der hätte es damit auch fast geschafft, mich umzubringen. Muss man ihm lassen. Das war echt clever. Mal gucken, wie viele von euch es bemerken, bevor ich es euch dann erkläre. Für den Moment haben wir hier noch einen Haufen Schwachmaten. Ich meine, ihr seht's ja. Die haben nicht viel, was die uns entgegensetzen können. Aber da geht's gleich los. Mit dem Intelligenteren. Da habe ich übrigens erstmal absolut veraimt, dass ich den nicht erwischt habe. Aber ist kein Problem. Den erwische ich gleich noch. Und da kam ein Atomizer auf mich. Habe ich hier geguckt. Wo ist er mit dem Atomizer? Hab dann gesehen. Muss man genau hingucken. Da ich nicht gesehen habe, habe ich mich wieder den Liedern gewidmet. Und dann gucke ich hier hin und was sehe ich da? Ein Typ, der auf mich einshotgunnt mit einer schallgedämpften Schrotflinte. Habt ihr das gesehen? Der sah aus wie ein Polizist. Der hat auch die Polizeiuniform, die ich bei Mod durch Jet benutze. Der hat sich als Undercover-Polizist verkleidet, sich geghostet und ist dann da rumgelaufen in dem Wissen, dass die Leute ihn wahrscheinlich nicht erkennen. Und vorher hatte er sich hinter der Säule versteckt. Super, oder? Das ist doch mal eine geile Idee. Und dann kommt hier der größte Hurensohn von allen. Er stürzt mit seinem Flugzeug ab. Ich mache mich bereit zum Wegporten. Und dann ist er tatsächlich in God-Mode. Das ist die Scheiße in diesem Game, die mich so abfuckt. Wäre der vernünftig gestorben, hätte ich den nächsten auch noch erschießen können und den dritten auch noch, weil die ja alle mit Nahkampf dumm auf einen einrennen.
Aber so musste ich mich wegporten, weil dieser Hurensohn in Godmode rumrennt. Das sind die Sachen, die stören mich richtig an diesem Game. Guckt es euch an, das hier ist eine Metapher für den Zustand des Games, solange Godmode-Glitches darin existieren. Es ist einfach für'n Arsch. Es ist wie so ein sinkendes Schiff. Es geht nur weiter bergab. Rockstar patcht es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist ja lang genug geworden.